Nach dem Wintereinbruch durch Tief Uli steigen die Temperaturen zwar zunächst wieder, aber schon am Wochenende bringt Tief Vincent Regen und kühlere Temperaturen. Tief Vincent zieht von Island nach Skandinavien und bringt an seiner Rückseite wieder kalte Luft aus dem Norden. Und diese kalte Luft erreicht Deutschland zum Wochenende. Der Kaltluftvorstoß ist allerdings nicht so stark wie noch bei Tief Uli und dadurch kommt die Luftmassengrenze über Deutschland zu liegen. Wo genau, das ist im Moment noch recht unsicher. Im Süden Deutschlands bleibt es zunächst wärmer. Über das Wochenende verschiebt sich die Grenze dann immer weiter in den Osten und dadurch wird es auch im Süden zunehmend kälter. Auf der kalten Seite der Luftmassengrenze regnet es anhaltend. In den Mittelgebirgen und an den Alpen kann es auch schneien. Am Samstag sind die Temperaturen im Süden also noch deutlich wärmer als im Norden. Im Süden werden an die 18 Grad erreicht, im Norden nur an die 10 Grad. Am Sonntag zeigen dann manche Modelle, dass die Luftmassengrenze recht weit westlich liegt. Dadurch kann es im Osten noch einmal warm werden. Wahrscheinlicher ist aber eine Lösung mit der Luftmassengrenze weiter im Osten und dadurch werden in ganz Deutschland sehr kühle Temperaturen erreicht. Und auch in den darauffolgenden Tagen bleibt es weiterhin kühl. Die besten Vorhersagen für Ihren Ort finden Sie auf weather.com.